Ja, dann begrüße ich alle recht herzlich zum 9. Termin in dieser Serie Softwareentwicklung für autonomes Fahren. Heute mit dem Thema eben Sicherheit. Ich selbst heiße Tim Stahl, bin in der Forschungsgruppe am Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik in der Gruppe für automatisiertes Fahren. Wir arbeiten mit einem realen Rennfahrzeug. Zuerst mit der Firma oder dem Startup RoboRace und jetzt bei der Indie Autonomous Challenge. Und ich möchte einsteigen mit dem Video, was wir im Jahre 2019, also nicht allzu lange her, erlebt haben, und werde danach noch mal ein paar Details dazu sagen. During last season's Season Alpha, this happened. Huge crash. Just seeing that crash happen right now, the car was at least on autonomous mode, so we can know that no driver, no human, everybody's safe. And that's actually what RoboRace exists. We can go to the limits of the car, and if there happens a crash, or a tire explodes, or anything happens, we know that there is no human lives involved, so the car might be damaged, but everybody's safe. I think this will be very interesting for us to analyze. It's the first high-speed crash we ever had. It's crazy, but we don't really know until we actually look back in the algorithm and see how the algorithm actually rewrote itself to maybe to try a different line around that corner that didn't work. So we had a look into the software side of things, and it was an edge case of the team's software. Basically, we were going from a high speed run at 100 kph, and by reducing the speed they pulled out, the car actually missed its braking point. So it went past the point in which it was supposed to brake, and then understeered through the corner and into the barrier. The damage is already done, but you can work out how to fix it and how to stop it happening in the future. I think we're going to learn more about this crash than we would learn if there was no crash. Hard times, but we have a great team, and we're going to learn from that a lot. Genau, was man jetzt hier sieht, wir haben in den Jahren 2018, 2019 sehr, sehr viel getestet, sowohl am Simulator, haben wir den Loop-Simulator, als auch real sehr, sehr viel getestet, viele verschiedene Edge-Cases ausprobiert, aber dennoch ist es zu diesem Vorfall gekommen. Das heißt, ein spezieller Edge-Case durch die Konstellation mit Startlinie an einer speziellen Position, eine spezielle Cooldown-Lab, die wir konfiguriert hatten, ist es eben zu diesem Unfall gekommen. Hier hatten wir jetzt den Fall, dass es ein Rennfahrzeug war, kein Mensch involviert, das heißt, alles gut gegangen. Aber wenn man jetzt sich vorstellt, auch nur Fahrzeuge, die wirklich im realen Straßenverkehr interagieren, vielleicht auch Fußgänger, Radfahrer mit involviert sind, dann ist das ein Riesenthema und die größte Herausforderung, die wir aktuell im autonomen Fahren haben, um die Fahrzeuge auf die reale Straße zu bringen. Dementsprechend hier auch das Kapitel Sicherheit in dem Zuge mit einer Übung, die danach folgt. Und im Gesamtüberblick ist es eben hier unten jetzt mal eingegliedert. Das heißt, in Austausch mit dem gesamten Software-Stack. Das heißt, wir wollen den gesamten Software-Stack abziehen. Was wollen wir in dieser Vorlesung alles lernen? Erstmal wollen wir schauen, was ist überhaupt Sicherheit? In welche Teilaspekte gliedert sich das auf? Im Englischen unterscheidet man auch Safety und Security. Im Deutschen ist es beides unter dem Begriff Sicherheit zu finden. Wir werden dann auch schauen, in der Automobilbranche unterscheidet man da drei verschiedene Aspekte. Da weiter reinschauen, was sind die drei Säulen. Es gibt auch Standards bereits dafür, für Level 1, 2 Fahrzeuge. Die werden wir hier kurz mal beleuchten und dann schauen, wo sozusagen die Grenze ist, wo man noch neue Arbeit, Forschungsarbeit einbringen muss. In dem Zuge werden wir uns dann auch verschiedene Methoden anschauen. Hier mit diesen Safeguarding Methods betitelt, wie man versucht, diese Schwierigkeit des Absicherns zu bewerkstelligen, weil man müsste eigentlich, um das schon mal vorwegzunehmen, ziemlich viele Kilometer fahren, um das zu garantieren. Und da gibt es jetzt eine Vielzahl von neuen Methoden in der Forschungslandschaft, die wir jetzt hier mal mitnehmen und anschauen werden. Und zwei davon werden wir ein bisschen detaillierter uns anschauen, das ist der szenariobasierte Ansatz, als auch die Online-Verifikation. Die Online-Verifikation wird dann auch nochmal in der Übung ein Thema sein. Und am Schluss schauen wir uns dann nochmal an, wie das sozusagen mit der Freigabe läuft. Bei uns in Deutschland haben wir da nochmal die Prüforganisation mit dem TÜV zum Beispiel mit drin.
wie das Zusammenspiel sozusagen mit den behördlichen Organisationen, den OEM und diesen Organisationen. Dementsprechend ist auch die Gliederung, und ich möchte jetzt einfach direkt mal einsteigen, was ist überhaupt Sicherheit? Wenn man Sicherheit denkt, wenn man mit Leuten über Sicherheit spricht, hört man meist diese utopische Idee von Sicherheit. Das heißt, die Sicherheit wird wahrgenommen, als ich garantiere, dass zu 100% kein Crash oder kein Unfall auftreten wird. Das ist allerdings nie möglich. Das heißt, interne Faktoren spielen eine Rolle. Wenn wir jetzt zum Beispiel an ein mechanisches Konstrukt denken, eine klassische Welle, dann gibt es ja die Sicherheitsfaktoren, die wir mit einbringen. Das heißt, wir multiplizieren alles mit Faktor 3, 4, um zu garantieren, dass diese Welle garantiert nicht bricht. Dennoch gibt es eine sehr, sehr kleine natürlich, je größer diese Faktoren werden, Restwahrscheinlichkeit, dass es dennoch zum Unfall kommt. Und genauso ist es auch beim autonomen Fahren, insbesondere wenn man Software im Spiel hat. Diese hundertprozentige Garantie kann man allein von internen Faktoren nicht garantieren. Ein viel größerer Aspekt spielt ja auch noch mit rein, das sind die externen Faktoren. Das heißt, wir haben andere Agenten, die mit uns agieren in der Umgebung, und die können uns auch zu einem Unfall zwingen. Hier mal das Beispiel mitgebracht, wenn wir unser Ego-Fahrzeug hier in Orange in der Mitte haben und vier Fahrzeuge um uns rum und ein Fahrzeug entscheidet, nach rechts zum Beispiel in dem Fall zu fahren, haben wir gar nicht mehr keine Chance auszuweichen. Dementsprechend eine hundertprozentige Sicherheitsgarantie kann man nie geben. Was ist aber dann Sicherheit? Ich habe jetzt mal die Definition aus der ISO 26262 in der Automobilbranche sozusagen mitgebracht. Und das ist die Abwesenheit von unzumutbaren Risiken. Das ist tatsächlich eins für eins so sozusagen darin gegeben. Und was ist so ein unzumutbares Risiko? Das ist, wenn man alle möglichen Maßnahmen getroffen hat, Sicherheitsmaßnahmen, um dieses Risiko klein bis gar nicht auftretbar zu halten. Und dementsprechend wird das oft auch gegenüber dem Menschen gewertet. Das heißt, man schaut, welche Performance bringt der Mensch wie sicher kann ein Mensch fahren, und vergleicht das automatisierte System dann gegen den Menschen. Meist will man auch nochmal einen Faktor besser sein, Faktor 2, 3, damit der Mensch das Ganze auch akzeptiert. Ich möchte jetzt auch nochmal kurz aufzeigen, warum wir noch immer damit Probleme haben. Also bereits 1995 ist der Professor Dickmanns von München nach Kopenhagen gefahren, hat sagenhafte 1758 Kilometer autonom geschafft. Da denkt man sich, warum können wir bis heute noch immer nicht auf der Straße autonom fahren? Jetzt schaut man sich in der Landschaft an, was gibt es für andere Unternehmen. Waymo zum Beispiel hat ein bisschen mehr geschafft. Wenn man es aufsummiert, haben die bereits über 1 Million Kilometer autonom beschritten. Der größte Unterschied zwischen den beiden ist jetzt nicht nur die Gesamtdistanz, die gefahren wurde, sondern eine Metrik, die immer verglichen wird. Das sind die Kilometer zwischen Engagement, das heißt den Eingriff durch den Sicherheitsfahrer. Und da haben wir schon auch sehr, sehr viel geschafft. Von 9 Kilometern bei Professor Dickmanns sind wir jetzt immerhin schon zu 48.000 Kilometern gekommen. Da meint man, okay, 48.000, das ist ja eine Riesenstrecke, da könnte ich endlos autonom fahren, das reicht vollkommen. Nein, wenn wir jetzt mal vergleichen, in Deutschland zum Beispiel, die tödlichen Unfälle, müssten wir mehr als 200 Millionen Kilometer schaffen im autonomen Modus, um den Menschen eben zu schlagen. Und da wir besser sein wollen, auch noch mit einem gewissen Faktor mehr. Das heißt, hier ist noch eine Riesenstrecke, die wir gehen müssen, um das eben zu gewährleisten. Und das so als Einwort. Genau. Als nächstes, wie gesagt, möchte ich nochmal darauf eingehen, welche Typen von Sicherheit gibt es und welche Normen existieren in dieser Landschaft. Im Deutschen, Sicherheit ist jetzt hier mal der große Bereich, im Englischen unterscheidet man Safety und Security. Das sind auch die zwei Blöcke, die ich hier nochmal unterteilen möchte. Safety ist im Deutschen Sicherheit, und darunter finden wir die funktionale Sicherheit und die Gebrauchssicherheit. Safety of the Intended Functionality im Englischen, hört man vielleicht ab und zu mal. Werde ich nachfolgend nochmal genau erläutern. Und der zweite Block ist eben die Cyber Security. Das heißt, hier stellt man sich eigentlich die Hacker oder sozusagen Hacker vor, die unser System von außen angreifen. Und in dieser Landschaft gibt es eben auch entsprechende Normen.
die speziell für das Automobil zugeschnitten ist, zugeschnitten sind. Bei der funktionalen Sicherheit die ISO 26262. Bei der SOTIF Gebrauchssicherheit die 21448 und die Cyber Security dementsprechend auch einsuchen. Wobei wir die Cyber Security im Folgenden nur ganz kurz am Rande erwähnen werden. Der Hauptteil dieser Folgen spielt sich in diesem Bereich vor. Funktionale Sicherheit. Bei der funktionalen Sicherheit ist das Ziel, dass man interne Fehler im System, die auftreten, sei es jetzt entweder mechanisch oder softwaretechnisch, abfängt bzw. gar nicht erst entstehen lässt. Ein Beispiel für ein autonomes Fahrzeug wäre ein Kamerafehler. Das heißt, die Kamera liefert falsche Bilder. Und die Ziele dieser Norm sind es eben zu identifizieren, was mögliche Fehler basierend auf Fehlern im System eben sind und was wie schwerwiegend die Folge wäre dieser Fehler und dann eben dementsprechend die möglichen Gefahren dadurch zu reduzieren. Und das wird mit einem strukturierten Verfahren gemacht. Sogenannte ASI-Level spielen da auch eine große Rolle. Die bewerten diese einzelnen Fehlerfälle auf die einzelne Komponente. Werden wir im Nachfolgenden noch mal anschauen. Und es lassen sich dadurch Maßnahmen ableiten, wie man die eben in den Griff bekommt. Der Kernaspekt dieser Norm, dieser ISO 26262, hängt sich an dem V-Modell auf. Das heißt, die gesamte Entwicklung eines Fahrzeugs ist mit dieser Norm begleitet. Das heißt, von der Definition oder der Anforderungsidentifikation über die Entwicklung bis hin zum Testing sozusagen begleitet diese Norm diese ganzen Aspekte. Und da sowohl auf der Gesamtsystemebene, auf der Hardware-Ebene als auch auf der Software-Ebene. Das heißt, da gibt es spezielle Kapitel in der Norm, die nur auf Software, nur auf Hardware schauen, als auch den gesamten Prozess sozusagen begleiten. Kernaspekt, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ist die sogenannte HARA, Hazard Analysis and Risk Assessment, im Deutschen die Gefahren- und Risikoanalyse, die eben versucht, mögliche Risiken zu identifizieren und dann systematisch Schritt für Schritt sozusagen Sicherheitsmaßnahmen zu fordern und abzuleiten. Und der Ansatz ist da erstmal, dass man erstmal versucht, die Kernfunktion oder mögliche Fehlfunktion zu identifizieren. Das macht man meistens in größeren Teams beim OEM. Und dann schaut man, in welchen Situationen das Ganze auftreten könnte. Da als Situation könnte man sich zum Beispiel die Fahrt auf der Landstraße vorstellen, die Fahrt auf der Autobahn, eine Kurvenfahrt. Da sind der Kreativität sozusagen keine Grenzen gesetzt. Und bewerte die dann mit einem stringenten Schema. Dieses Schema habe ich auch mal mitgebracht. Das ist zum einen die Exposure. Das heißt, wie oft tritt diese Situation, die man jetzt vorher in diesem Schema sozusagen erarbeitet hat, auf. Von E0 bis E4 bewertet man dann, wie wahrscheinlich das Ganze ist. Als Beispiel die hohe Wahrscheinlichkeit E4 ist zum Beispiel die Fahrt auf der Landstraße, die tritt relativ häufig auf. E0 wäre zum Beispiel, dass mir während der Fahrt der Motor abstirbt und ich neu starten muss. Im Falle jetzt auf einer Landstraße oder Autobahn. Dann die zweite Größe, die man hier bewertet, ist die Schwere des Ganzen von S0 bis S3. Wie schwer wäre so ein Schadensvorfall, den man sich jetzt gerade anschaut? S0 dabei keine Verletzung wäre zum Beispiel, wenn man einen Holzpfahl umfährt. S3 ist bereits, wenn man mit mittleren Geschwindigkeiten eine Kollision von zwei Fahrzeugen hat. Und zuletzt die Kontrollierbarkeit. Da bewertet man sozusagen, wenn dieser Fehlerfall auftritt, wie gut kann der Mensch den damit umgehen, den handhaben. Da wäre bei C0 zum Beispiel sehr gut kontrollierbar, wenn zum Beispiel plötzlich der Scheibenwischer angeht, was den Fahrer meist nicht so stark hören wird. Ist schwer zu kontrollieren, wenn während der Fahrt der Airbag auf einmal aufgeht und der Mensch sozusagen reagieren müsste. Und mit dieser Bewertung kann man dann in die sogenannte ASI-Level-Bewertung übergehen. Das heißt, wir haben hier die Severity, hätten wir zum Beispiel S3 für sehr schwerwiegend. Die Exposure könnten wir zum Beispiel auf ein Level E2 kommen. Und hier oben die Controllability in der obersten Spalte. Wenn wir da jetzt C2 haben, würden wir auf ein ASI-Level A kommen, was dann eben in der Norm entsprechende Forderungen stellt.
Diese Level gehen von A bis D und es gibt QM. QM sind Quality Measures, also relativ einfach handhabbar. Da geht es wirklich nur um einfache Richtlinien, wie man den Code zum Beispiel, wenn es um die Software geht, gestalten sollte, aber jetzt keine harten Anforderungen mit Tests, die man ausführen muss. Ich habe ja auch noch mal ein Beispiel mitgebracht, diese drei Schritte sozusagen durchzugehen. Was ist die Kernfunktion und die Fehlfunktion dementsprechend? Wir sagen jetzt einfach, wir haben ein LKS, Lane Keeping System, was abrupt und unberechtigt einfach eine Lenkaktion, einen Lenkmoment aufbringt. Als Szenario stellen wir uns einfach mal die Fahrt auf der Landstraße vor und bewerten diese Situation und hier würde der Fahrer Aktivierung sozusagen die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren. Und jetzt hier einfach die Bewertung durchführen. Die Exposure ist E4, habe ich zuvor schon gesagt. Landstraßenfahrt ist ein relativ häufiges Ereignis. Die Schwere wäre bei S3 relativ groß, weil wir mit einem anderen Fahrzeug oder mit einem statischen Hindernis kollidieren könnten. Und die Kontrollierbarkeit in der Annahme, dass wir keine Maßnahmen haben, die den Fahrer zwingen, sozusagen das Lenkrad durchweg zu halten, wäre auch unkontrollierbar. Und dementsprechend würden wir jetzt mit der Tabelle auf dem ADD kommen. Eingangs habe ich jetzt schon gesagt, dass man dementsprechend Maßnahmen ableitet. Ich habe jetzt hier meine Tabelle aus der ISO 26262 mitgebracht. Und da sieht man eben diese ASI-Level. Und dementsprechend werden dann Forderungen an meine, in dem Fall geht es jetzt hier um die Software und die Fehlerdetektion, an meine Software eben gestellt, die ich mit implementieren muss. Jetzt hängt so ein Muss, ist ein hartes Wort, da komme ich gleich nochmal dazu. Hier wird sozusagen gekennzeichnet mit dieser Legende, wie stark es empfohlen wird. Und was heißt hier empfohlen? In dieser ISO 26262 weist der Hersteller nach, wenn es zu einem Schadensfall kommt, zu einem Unfall, und es vor Gericht gezogen wird, dass er nach bestem Gewissen und geltenden Forschungsergebnissen das Bestmögliche getan hat, um die Sicherheit zu gewährleisten. Und wenn jetzt zum Beispiel die Komponente als ADD bewertet wird und diese Maßnahme hier zum Beispiel die Plausibilitätschecks nicht umgesetzt sind, kommt er in relativ große Schwierigkeiten. Das heißt, hier diese Vorgaben, highly recommended, muss man fast als Bewertung. Genau, so viel zur funktionalen Sicherheit. Jetzt zur Gebrauchssicherheit, Safety of the Intended Functionality. Ich habe hier wieder dasselbe Schema sozusagen. Was ist das Ganze? Hier geht es darum, dass unser System in einen Hazard, in ein Gefährdungsereignis überführt wird, ohne dass das System intern einen Fehler hat. Das heißt, als Beispiel den Tesla, den kennt wahrscheinlich jeder, der gegen die Barriere gefahren ist, gegen die Betonbarriere. Er hatte intern keinen Fehler, aber hat sozusagen das Objekt, diese Barriere, nicht korrekt wahrgenommen, beziehungsweise die Spurführung. Das heißt, die Funktion an sich war nicht dafür geeignet oder nicht ausreichend spezifiziert, umgesetzt und evaluiert. Und das Ziel ist es eben hier wirklich die Zielfunktion, die man entwickeln möchte, dementsprechend zu spezifizieren, entwickeln und zu validieren, also verifizieren kann. Und dementsprechend ist es das Ergebnis, was man erhält, eine Funktion, die all diese Anforderungen zusammenfasst. Hier auch wieder der Kern dieser Norm ist das Hazardous Event Modell. Das heißt, wie kommt man zu so einem Hazard? Und das Keyword, was hier häufig vorkommt, sind die sogenannten Triggering Events, die auslösenden Events. Und da unterscheidet man zwischen zwei Kategorien, bekannte Triggering Events, als auch unbekannte Triggering-Events. Bekannte Triggering-Events, ich habe jetzt hier wieder den Tesla angezogen, sind zum Beispiel Feuerwehrfahrzeuge oder stehende Fahrzeuge. Tesla weiß, stehende Fahrzeuge werden durch den Radar bewusst ausgeklammert und nicht erkannt, steht auch so in der Spezifikation, andere Fahrzeuge werden nicht als Hindernis erkannt. Dennoch kommt es zu Unfällen, weil der Fahrer sozusagen das Fahrzeug nicht sachgemäß führt und das Fahrzeug nicht überwacht. Unbekannte Triggering-Events sind wieder dieser Betonpfeiler. Das weiß Tesla vorab nicht, dass es zu so einer Fehlfunktion hier kommen kann. Mittlerweile wissen sie es, da die Unfälle aufgetreten sind. Aber das war zum Beispiel so ein Fall, der einfach aufgetreten ist, ohne dass man vorab wusste, dass diese Spurführung ein Problem sein kann.
Wie geht es jetzt weiter zu dem Hazard? Das heißt, wenn wir eines dieser auslösenden Events haben, können wir in so eine möglich gefährliche Situation kommen. Hier gibt es auch noch eine andere Möglichkeit, wie wir reinkommen können, und zwar durch eine bewusste Fehlverwendung. Die bewusste Fehlverwendung könnte zum Beispiel auch beim Tester sein, dass wir das Fahrzeug nicht laufen überwachen. Wenn das der Fall ist, hätten wir einen Hazard. Und zusätzlich muss es dann noch zu einer Situation kommen, die eben zu einem schwerwiegenden Ereignis führen kann. Zum Beispiel, wenn das Fahrzeug nicht überwacht wird, muss eben auch eben dementsprechend eine kritische Situation auftreten, dass es dann final zu dem Harm, zu der Verletzung sozusagen, oder ja, zu der Gefährdung kommt. Genauso muss auch keine Gegenmaßnahme existieren, zum Beispiel der Mensch, der dementsprechend eingreift. Hauptaspekt oder ja, die große Schwierigkeit in der Norm ist es, diese unknown triggering events zu finden und auch im Griff zu halten, wo die Norm eben darauf abzielt, dass man die möglichst klein hält. Das Ganze ist ein bisschen hier visualisiert. Wir haben erstmal diese große Umwandlung hier, dieser graue Fleck mit all seinen Inhalten. Das sind alle möglichen szenalen Events, in denen ein Fahrzeug gebracht werden kann. Das heißt, wir können uns vorstellen, auf der Autobahn, in der Stadt, verschiedene Konstellationen mit anderen Verkehrsteilnehmern. Dann gibt es einen Teil an Szenarien, die dem Fahrzeug bereits bekannt sind. Das ist diese Summe von 1 und 2 in dem Fall. Davon ist ein Großteil, hier grün markiert, sicher und ein kleinerer Teil unsicher. Aber wir kennen die Events, die unsicher sind. Was wir auf keinen Fall eben wollen oder was das größte Risiko ist, diese Menge von 2 und 3 sind alle unsicheren Events, wo unser System in Schwierigkeiten kommen würde. Aber im Großteil hier, in 3, kennen wir nicht. Das heißt, das Ziel dieser Norm ist es, die Region 2 und 3 möglichst klein zu halten. Und das soll dadurch geschehen, dass man möglichst viel testet, das heißt, die Region 1 und 2 möglichst weit aufbläst und dabei die Region 2 möglichst klein. Also das ist das Ziel der Norm. Genauso wie bei der Intersolution der Fusi geht man hier relativ strukturiert vor. Auch wieder in möglichst vielen Teams. Also man muss natürlich auch kreativ sein, um diese Fehlerfälle zu finden. Das heißt, möglichst große Teams mit möglichst vielen Kombinationsmöglichkeiten, um das im Kopf zu decken. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel, auch wieder den LKS. Spezifikation der Funktion. Die Videokamera erkennt Spurmarkierung. Und wenn das Fahrzeug zu nah an so eine Spurmarkierung kommt, wird eben ein Lenkmoment aufgebracht. Jetzt haben wir eine mögliche Hazard-Situation, die wir identifizieren sollen, in unserem Team zum Beispiel, dass wir unser LKS aktiv haben. Der Fahrer hat gerade seine Hände nicht am Lenkrad und es kommt zu einer ungewollten Aktivierung. Das heißt, das wäre in dieser Zone 2-3. Jetzt müssen wir erstmal identifizieren, was ist das zugehörige Triggering Event oder was könnte dieses Triggering Event sein. Und in dem Fall könnte man sich das vorstellen, zum Beispiel eine Markierung, die das Fahrzeug so noch nicht handhaben kann, in der Baustelle mit mehreren Spuren. Und dementsprechend fragt man sich sozusagen in diesem Prozess der SOTIF, ist es identifizierte Triggering Event akzeptierbar oder nicht. In dem Fall wäre es nicht akzeptierbar sozusagen, weil wir zu einer kritischen Situation kommen könnte und es auch relativ wahrscheinlich ist, dass es auftritt. Dementsprechend müssen wir jetzt die Kontrollierbarkeit durch den Fahrer garantieren oder ja, zumindest ein bisschen mehr aufzwingen. Und da wäre jetzt die funktionale Verbesserung, die wir in diesem Prozess sozusagen erarbeiten, ist, dass wir erkennen müssen, dass der Fahrer das Lenkrad in der Hand hält. Und dementsprechend würden wir diesen Fall 2, den wir identifiziert haben, in einen Fall 1, in ein sicheres Szenario umwandeln. So ist die Idee von der SOTIF, iterativ zu arbeiten, um diese Fälle zu erkennen und den Bereich 1 zu erreichen. So viel zur SOTIF. Jetzt noch ein kurzer Exkurs in die Cybersecurity, die dritte Säule in der Sicherheit sozusagen, in der Automobilbranche.
wieder dasselbe Schema. Wir wollen jetzt aber gegen externe Eingriffe absichern. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug, was irgendeine Schwachstelle hat, insbesondere wenn wir jetzt zu automatisierten, autonomen Fahrzeugen gehen, haben wir immer mehr Möglichkeiten, mit der Außenwelt zu kommunizieren, sei es jetzt V2X, V2V-Kommunikation, also zu anderen Fahrzeugen oder zur Infrastruktur, als auch meist zum OEM, dass ich irgendwelche Updates aufspielen kann. Das heißt, hier gibt es immer mehr Möglichkeiten, wo vielleicht Dritte eingreifen könnten und unser System in eine Gefahr bringen. Und das Ziel dieser Norm ist es eben, diese Gefahrenstellen und Schwachstellen zu identifizieren und dann eben dementsprechend Anforderungen zu stellen, um diese Sicherheitsaspekte richtig zu adressieren. Und da unterscheidet man auch in der Schwere sozusagen der Auswirkungen, weil wenn jetzt zum Beispiel nur das Mediasystem betroffen ist, ist es nicht so kritisch, wie wenn es die Sprachnutzung tatsächlich betrifft. Dementsprechend auch nochmal die Kernaspekte relativ kurz. Das befindet sich alles im Teil 6 der Norm. Erstmal auch wieder eine Risikoanalyse oder Gefährdungsanalyse. Dann, wie gerade gesagt, die Auswirkungen der entsprechenden Angriffe, in welchem Teil der Software oder des Gesamtfahrzeugs spielt sich das ab. Und dann eben zurücktracen auf die Schwachstellen, wo ist dieser Eintritt, und dementsprechend wird dann abgeleitet in einem Risikoassessment, welche man mit welchen Maßnahmen sozusagen adressieren kann. Das hier nur als kurzer Exkurs zur Cybersecurity. Damit hätte ich sozusagen diese drei Säulen der Sicherheit in der Automobilbranche kurz erläutert. Gibt es soweit Fragen zu diesen drei Säulen? Eine Frage? Zu der Functional Safety. Warum ist es nur recommended? Warum kann man es nicht vorschreiben, dass die gewissen Maßnahmen getroffen werden? Genau, also ich wiederhole die Frage nochmal. Warum ist in der FUSI, sind die Maßnahmen nur recommended? Warum kann man das nicht vorschreiben? Das ist eine gute Frage. Das Problem ist, dass diese Maßnahmen nicht immer funktionieren. Also man versucht, die möglichst generisch zu halten, aber natürlich funktioniert es nicht in jedem Spezialfall. Das heißt, der Entwickler muss selbst nochmal schauen, was kann er überhaupt anwenden. Aber mit dieser Empfehlung, mit dieser hohen Empfehlung sozusagen, wird er dazu fast schon gezwungen, eben das umzusetzen. Und wenn nicht, muss er es begründen, warum er das Ganze nicht macht. Damit er dann vor Gericht zum Beispiel Bestand hat, dass er sein Bestes gibt. Genau, bei uns in Deutschland muss die Norm angewandt werden, aber es gibt, wie gesagt, diese Anforderungen highly recommended, ohne eine zwingende Vorgabe der einzelnen Elemente. Und zur Verantwortlichkeit, wäre es dann quasi die Person, die dann für diesen Bereich verantwortlich ist, oder ist es dann komplett der Hersteller? Genau, die Frage war jetzt, wer ist die Person, die verantwortlich ist, oder ist es gesamt der Hersteller? An sich ist er erstmal gesamter Hersteller und der wird selbst eine Abteilung und einen Abteilungsleiter haben, der sozusagen für die Sicherheit entsprechend verantwortlich ist. Gut, dann sehe ich soweit keine Fragen, würde jetzt weitermachen. Jetzt gehen wir in die Richtung in dieser Norm, zum Beispiel der SOTIF und der ISO 26262, also der FUSI, wird gefordert, dass man gegen Ende das Fahrzeug ausreichend abtestet und garantiert zeigt, dass das Fahrzeug sich sicher verhält. Und hier möchte ich mal mit einem Überblick reinstarten. Da gibt es verschiedene Ansätze. Einer der heutzutage am meisten angewendeten Möglichkeiten, um das nachzuweisen, sind die Realtests. Das heißt, wir gehen dann wieder auf eine Teststrecke, zeigen da in verschiedenen Versuchen, dass unser System ausreichend sicher ist. Oder wir gehen auf die realen Strecken, auf die in der Autobahn, haben da das System implementiert und zeigen sozusagen, dass wir entsprechend sicheres Verhalten. Da werden wir gleich aber nochmal drauf kommen. Da kommen wir, wenn wir Richtung autonomes Fahren gehen, in Schwierigkeiten. Deswegen gibt es mehrere Ansätze, wie man hier noch ein bisschen optimieren kann. Zum einen das trojanische Pferd, der Shadow Mode. Bei Tesla ziemlich stark im Betrieb, wurde auch früher schon von anderen OEMs eingesetzt, allerdings nur auf Testfahrzeugen der eigenen Firmenflotte. Was Tesla jetzt macht, die spielen es wirklich auf den Endkunden sozusagen auf und lassen unter andere Hut sozusagen, ohne dass der Nutzer es mitbekommt, die Software mit testen, evaluieren und spielen wir eben. Dann gibt es die stufenweise Einführung, ist auch zurzeit sehr beliebt, was Rainbow zum Beispiel macht, auch Mercedes-Benz macht das teilweise.
dass man der ODD ist ein stark genutzter Begriff, der Operational Design Domain. Und diesen Bereich, wo man das Fahrzeug einsetzt, erst sehr klein hält, dann das Fahrzeug testet und dann stufenweise immer mehr erweitert. Simulation ist natürlich auch ein großes Thema, vor allem die verkehrsbasierte Simulation, wo man wirklich makroskopisch versucht, mehrere Agenten zu simulieren, wie die sich verhalten, gegebenenfalls auch Mischverkehr. Auch simulativ meist genutzt der szenariobasierte Ansatz, wo man bestimmte Zeitabschnitte sozusagen, die interessant sind, sich genauer anschaut. Das kann man auch in der Realität dann nochmal nachbauen und testen. Und dann die Aspekte, wo man mit der formalen Offline-Verifikation versucht, mathematisch zu beweisen, dass das System sicher ist, als auch mit der Online-Methoden, wo wir insbesondere auch in der Übung nochmal reinschauen werden, was auch mein Thema ist, wie man vielleicht auch online-lernende Systeme betrachten kann. Das heißt, all diese Aspekte werden wir uns jetzt im Folgenden anschauen. Reinstarten, wie gesagt, möchte ich mit den Realtests, um auch aufzuzeigen, wo aktuell das Problem sozusagen des Ganzen ist. Wie schaut es bisher aus, wenn man jetzt ein Fahrerassistenzsystem funktionsbasiert abtesten möchte auf der Rennstrecke? Dann haben wir erstmal eine Spezifikation, was das System können muss. Bei einem Fahrerassistenzsystem ist es noch relativ einfach. Das heißt, man hat einen Notbremsassistenten spezifiziert, mit welchen Abständen er arbeiten können muss, welche maximalen Beschleunigungen er aufbringen darf, was der am Schluss resultierende Abstand sein muss. Das heißt, es sind ein paar Parameter. Natürlich können das auch mehrere Hände voll sein, aber im Vergleich zum autonomen Fahren noch relativ überschaubar. Und dann führt man diese Tests entweder simulativ, aber meist dann wirklich auch auf der Teststrecke aus und schaut, ob das System innerhalb bestimmter Schranken, Grenzen der Spezifikation verbleibt. Das Problem ist, bei einem autonomen Fahrzeug kann man fast nicht mehr spezifizieren, sozusagen, wie das Verhalten aussehen soll, weil es zig Situationen gibt, nicht nur diesen einen Notbremsfall zum Beispiel oder bei der Spur, diesen Spurverlassensfall oder Fahrstreifenverlassensfall. Ein autonomes Fahrzeug kann in jede mögliche Situation gebracht werden mit verschiedensten Verkehrsteilnehmern, wo das eben sehr, sehr schwierig ist, gar unmöglich wird. Und auch ein Riesenproblem ist, dass man bei den OEMs merkt, wenn man diese Testfälle zum Beispiel vorgibt, also für so Notbremsassistenten gibt es eine klare Regularie, wo festgelegt ist, es muss dies und jenes können, also in einer gewissen Distanz abbremsen, davor stehen bleiben, dann optimiert dieser Hersteller ziemlich genau auf diese Spezifikation. Das heißt, wenn man jetzt überlegen würde, wir gehen in ein automatisiertes Fahrzeug, haben 20, 50, 100 Testfälle, dann wird der Hersteller meist hergehen und genau auf diese Testfälle optimieren. Und in den anderen Testfällen oder nicht Testfällen, in den anderen Situationen kann es sein, dass das System nicht mehr funktioniert. Das ist so die Krux an dem Ganzen. Ein anderer Aspekt ist, bisher Fahrerassistenzsysteme hat man versucht, False Positives, das heißt die Ecke hier oben rechts, zu vermeiden. Man möchte nicht, dass das System, zum Beispiel der Notbremsassistent, plötzlich auf der Autobahn bei hoher Geschwindigkeit auslöst. Das heißt, man sagt lieber, löst einmal zu wenig aus, weil der Mensch sollte ja selbst noch immer eingreifen, als zu häufig in Situationen, die zum Beispiel auch kritisch werden können. Beim automatisierten Fahren haben wir hier eher einen anderen Fokus. Da der Mensch nicht mehr als Überwachungseinheit ständig eingreifen kann, müssen wir False Negatives vermeiden, weil wenn er einmal zu wenig bremst, dann wird es wahrscheinlich ein schwerwiegender Unfall sein. Hier nochmal die Übersicht, die wir eingangs schon mal kurz erwähnt haben. Welche Distanzen schafft jetzt ein Mensch, um in so einem testing-basierten Ansatz im Vergleich zu Menschen besser zu sein? Und da können wir hier unten insbesondere die Zahlen anschauen. Wir gehen jetzt mal auf die Autobahn, weil die ersten Level-3-Systeme, die so vorgestellt wurden, sind tatsächlich auf der Autobahn, das heißt Staupiloten oder ähnliches. Und da müssten wir besser sein als der Mensch. Und der Mensch in Deutschland, das sind jetzt die Zahlen von 2014, schafft 660 Millionen Kilometer ohne einen tödlichen Unfall. Also Fatalities, heißt tatsächlich tödliche Unfälle, zu Kollisionen kommt es häufiger. Aber als Referenz wollen wir eben die tödlichen Unfälle nehmen, weil wir nicht sagen können, wenn unser System einen Fehler macht, wie schwerwiegend ist der Fall. Dann müssen wir eben diese Zahl überbieten. Wenn wir jetzt einfach mal überlegen, wir wollen einen Faktor 10, wir wollen doppelt so gut sein, das heißt die doppelte Distanz schaffen wie der Mensch,
damit es auch von Menschen akzeptiert wird. Dann hat der Professor Winner hier gezeigt, dass man die zehnfache Distanz fahren müsste, um mit einer 5-Level-Signifikanz nachzuweisen, dass wir eben besser sind als der Mensch. Weil es kann ja zum Beispiel auftreten, wir fahren dieselbe Distanz, es kommt aber zu gar keinem Unfall, einfach rein statistisch gesehen, oder es kommt zu zwei Unfällen. Deswegen brauchen wir eben diese zehnfache Distanz, um das eben statistisch signifikant nachzuweisen. Das heißt, wir wären bei 6,6 Milliarden Kilometern, die wir fahren müssten, was erstmal eine riesengroße Zahl ist. Wir können jetzt mal so ein bisschen mathematisch auch damit spielen mit den Zahlen. Wenn wir jetzt annehmen, dass ein Testfahrer, ein OEM, den einstellen würde, ein Testfahrer schafft 600 Kilometer am Tag, was schon relativ optimistisch ist, wenn man jetzt zum Beispiel im Stadtverkehr geht, wo man maximal 50 km/h fahren kann, im Schnitt so deutlich weniger. Aber wir nehmen jetzt einfach mal an, ein Fahrer schafft am Tag eben diese 600 Kilometer. Und jetzt nehmen wir an, ich habe mal so ein bisschen recherchiert, durchschnittlich hat ein Arbeitnehmer 210 Arbeitstage. Da ist schon eingerechnet Urlaub als auch Krankheit gemittelt. Und wenn wir das jetzt multiplizieren, kommen wir auf 126.000 Kilometer, die ein Fahrer pro Jahr schafft. Und wenn wir jetzt sagen, ein OEM sollte diesen ganzen Prozess, wir haben ein neues Fahrzeug, wir wollen zeigen, dass es sicher ist, innerhalb von einem Jahr schaffen, dann bräuchten wir 52.380 Fahrzeuge als auch Fahrer. Natürlich können wir jetzt noch optimieren, wir fahren Tag und Nacht, haben dann dementsprechend weniger Fahrzeuge, aber dieselbe Anzahl an Fahrern bräuchten wir. Wenn ich jetzt nur diese Anzahl mit einem Durchschnittsgehalt von 50.000 pro Jahr, was jetzt ja eine grobe Schätzung ist, also Kosten für den Arbeitgeber, dann würden wir bei 2,6 Milliarden Euro landen. Was jetzt, wenn man das vergleicht mit BMW, vor Corona hat ca. 7 Milliarden Gewinn gemacht, noch stemmbar wäre. Aber jetzt sind hier die Fahrzeuge noch nicht drin, die Infrastruktur und die Schwierigkeit, wenn wir jetzt nur während dieser Testkilometer einmal feststellen, wir müssen noch ein Software-Update machen, weil irgendein Fehlerfall auftritt, dann müssen wir wieder komplett von vorne anfangen. Das heißt, deswegen wird es ja auch die Approval Trap genannt von Professor Winner, wir kommen einfach mit diesem Ansatz nicht zur Absicherung, bevor wir das Ganze auch machen. Das heißt, wir brauchen neue Maßnahmen und das werde ich jetzt im Folgenden vorstellen. Wobei diese neuen Maßnahmen, wie gesagt, nur Forschungsansätze sind und noch nicht etabliert sind. Trojanische Pferd, das erste von Tesla sozusagen, die versuchen ein bisschen näher in diese Richtung zu kommen. Da habe ich wieder ein kurzes Video von den Tesla Autonomy Days gezeigt. Hier unten ist auch der Link, falls jemand Interesse hat, das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ist ein sehr interessanter Vortrag zu dem Thema. So, we want to start a feature like this, but now we have a lot of practice. Let's start by learning data and look at how humans can use it today. What is the research about how do they change, like what causes them to either perform or change, like everything for me, you see things like that. You know, it's like, oh, yes, I want to use learning for reality, and very complicated. So what we do is we actually want to try out with a lot of people and see what they would have done in a real world scenario, especially with this car that's not working is very quickly. Let's take it from our actual simulation environment, showing different paths that we would consider taking and how those overlay in the real world behavior of the user. When you get those elements to that you feel good about, specifically this is really taking that output rule that we're putting in that vector space and building and tuning the parameters on top of it. Ultimately, if you see more and more machine learning, control deployment for us, our early access program, is you get to have a couple thousand people who are really excited to highly
try to understand what happened. And what you can really do is you can actually play this back in an open way and ask, as we build our software, are we getting closer or further in our humans behaving in the real world? Ja, nochmal kurz zusammengefasst, was macht Tesla? Die spielen neue Software sozusagen auf das Fahrzeug auf. Nicht nur in der Wahrnehmung, auch in der Trajektorienplanung zum Beispiel, simulieren die Manöver auch der anderen Fahrzeuge und evaluieren sozusagen neue Software, bevor sie auf dem Fahrzeug tatsächlich eingesetzt wird. Anschließend, wenn man diese Ergebnisse hat, wird an selektive Nutzer, die die Lust haben, Beta-Funktionen zu testen, die müssen dann eben so ein Nutzer-Agreement unterzeichnen oder die Checkbox eben auf dem Auto setzen, diese neue Software aufgespielt und dann wird auch das Feedback sozusagen, wenn dieser Mensch eingreift, zurückgespielt an Tesla, die können auch mal in die Videoclips reinschauen, die zu diesem Zeitpunkt aufgezeichnet wurden und so dann an der Verbesserung ihrer Software. Hier ist nochmal schematisch aufgezeigt für das Wahrnehmungsmodul. Wir haben hier so diesen Standard-Software-Stack. Natürlich kann es auch sein, dass der Mensch dementsprechend fährt. Und wir haben jetzt eine zweite neue Version, die wir auf unser Fahrzeug aufspielen und unbewusst unterhalb das Bewusstsein des Menschen mitlaufen lassen und haben jetzt Daten von unserem zweiten neuen Wahrnehmungsmodul. Und das können wir dann offline gegen die gelabelten Daten oder die Daten, die unsere erste Version sozusagen liefert, vergleichen und können schauen, dass wir dann Erkenntnisse gewinnen. Ein Problem ist allerdings, dass wir hier diese Regelschleife nicht geschlossen haben. Das heißt, wir wissen nicht, wie hätte unser Fahrzeug reagiert, wenn wir das tatsächlich eingebracht hätten. Wir haben vielleicht andere Wahrnehmungen, aber wir wissen nicht, wir hätten uns anders verhalten, die anderen hätten dann anders auf uns reagiert. Das ist ziemlich schwierig, hier den Schluss zu ziehen. Da gibt es noch eine erweiterte Variante, wo man dann tatsächlich auch mit einem neuen Planer oder vielleicht auch demselben Planer simuliert und auch die Aktuatoren sozusagen simuliert und versucht dann hier hinten bei der Aktion einen Schluss zu ziehen. Aber allerdings haben wir hier noch immer einen Gap zwischen der Realität und der Simulation. Das heißt, wir simulieren auch die anderen Verkehrsteilnehmer für eine gewisse Zeit, aber wir wissen nie exakt, wie sich tatsächlich die Situation in der Hinsicht abgespielt hätte. Das heißt, zusammengefasst, mit diesem trojanischen Pferdansatz kann man wirklich vom Menschen lernen und das auf einer Großzahl an Fahrzeugen testen in realen Situationen und man hat keine Risiken dabei, aber man hat eben man baut sehr stark auf Simulationsmodelle und kann dann nicht den direkten Schluss auf den realen Verkehr treffen. Ein weiterer Ansatz, wie gesagt, auch häufig verwendet, ist die stufenweise Einführung. Hier das Beispiel von Mercedes-Benz in San Jose. Im Vergleich zu Waymo eine relativ kleine Flotte, nichtsdestotrotz, man hat eben ein Operational Design Domain, ein geschlossenen Bereich in San Jose, wo man sehr hochgenaue Karten bereitstellen kann, das Fahrzeug schon mal mit Entwicklern diese gesamte Strecke oder den Großteil der Strecke eben abfahren lassen kann und dann sicher ist, dass das Fahrzeug erstmal relativ gut in diesem Operational Design Domain fahren kann. Dann möchte man eben diese Domäne, diesen Bereich stufenweise erweitern. Genau, Operational Design Domain, ich habe schon gerade erwähnt, man kann den eben stufenweise erweitern in verschiedenen Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt örtlich gesehen. Man macht den Bereich immer größer, den man macht. Man kann auch sagen, erst ist man nur in der Stadt unterwegs oder nur auf der Autobahn und erweitert es dann auf Landstraßen. Das heißt, hier wieder Straßentopologie, als auch verschiedene Aspekte, wie zum Beispiel, dass man erst nur am Tag fährt, es ausweitet auf die Nacht, man fährt nur bei gutem Wetter, erweitert es dann auf regnerische, wie auch immer, Tage. Und kann so eben erstmal spezifizieren, in welchen Eigenschaften mein Fahrzeug jetzt umfahren ist. Das heißt, wir haben hier reduzierte Risiken, weil wir den Bereich kennen und der relativ gut überschaubar und genetzt und getestet ist. Das Problem ist, viele Forscher kritisieren, dass es nicht auf Level 5 erweiterbar ist, aus dem Grund, weil wir einfach irgendwann einen unbegrenzten Raum haben, den wir eben nicht mehr stufenweise erweitern können, sondern irgendwann wird es einfach so groß, dass wir wieder auf die Probleme kommen, die wir zuvor haben. Und ein Aspekt ist zum Beispiel auch, wenn wir in Kalifornien anfangen, sowas wie Winter zum Beispiel, ist erst sehr spät, wenn man erweitert, den Bereich erweitert, macht es erweitert. Genau, dann würde ich weitergehen zum anderen Ansatz der
interaktiven Simulationen, vielleicht auch Verkehrssimulationen. Zum einen gibt es die mikroskopische Simulation, das ist wahrscheinlich das Klassische, was jeder kennt. Man hat ein einzelnes Fahrzeug und simuliert es in der Umgebung mit anderen Fahrzeugen. Und der Fokus ist auf dem eigenen Fahrzeug, das man simuliert, was wir jetzt auch zum Beispiel in die Autonomie-Zelle machen. Makroskopisch ist dann die Verkehrssimulation, wo man eine Vielzahl von Agenten simuliert und somit eben auch Aussagen über den Gesamtverkehrsfluss, über den Effekt, den ein autonomes Fahrzeug auf den Verkehr hat oder auch auf den Mischverkehr. Das heißt, man kann hier verschiedene Flotten simulieren. Ein Tool, was hier viel verwendet ist, ist zum Beispiel Sumo und da dann Erkenntnisse sozusagen für das autonome Fahrzeug ziehen. War ein relativ kurzer Exkurs. Insbesondere bei dieser makroskopischen Ebene ist eben auch schwer, die Schlüsse für die Sicherheit des einzelnen Fahrzeugs zu ziehen. Szenario-basiert wird es ein bisschen größerer Exkurs. Einer der vielversprechendsten Ansätze in dem Bereich. Warum? Die Idee ist, dass wenn wir diesen real-testbasierten Ansatz haben, dass wir einfach unsere Testfahrer mit dem Fahrzeug rausschicken, den ganzen Tag fahren lassen, für mehrere Tage, Wochen, Jahre, ist, dass wir sehr, sehr viele Situationen haben, die relativ, in Anführungszeichen, langweilig sind. Das heißt, es passieren keine spannenden Events. Ich habe hier mal ein Bild mitgebracht von der Autobahn, die kennt wahrscheinlich jeder, die Situation. Man fährt stur auf seinem Fahrstreifen dahin, vor einem Fahrzeug, neben einem Fahrzeug, aber es passiert jetzt nichts Spannendes. Und das Ziel mit diesem szenariobasierten Ansatz ist es, sich besonders herausfordernde, schwierige, interessante Aspekte auszuweiten. Das ist zum Beispiel sowas. Wir haben einen Unfall, müssen auf eine spezielle Spur, einen speziellen Fahrstreifen wechseln, haben vielleicht andere Fahrteilnehmer, die nicht so aufmerksam sind, plötzlich bremsen, sich eben außerhalb der Norm bewegen. Oder auch solche Fälle, die man wahrscheinlich auch auf der Autobahn kennt, andere Spurmarkierungen, Fahrstreifenmarkierungen, vielleicht sogar noch ein Drängler hinter uns, wo das eben deutlich komplexer wird und das Fahrzeug deutlich mehr herausfordert. Dementsprechend szenariobasierter Ansatz deckt zwar auch langweilige Szenarien ab, aber eben nicht in so einem großen überproportionalen Teil im Vergleich zu den interessanten. Das heißt, man will viele interessante Szenarien einbringen, die das Fahrzeug eben dementsprechend fordern. Und die Idee ist dabei, dass man dann den Gesamttesting-Aufwand reduzieren kann, weil man eben hauptsächlich auf diese herausfordernden Szenarien. Hier nochmal kurz die Definition, was ist überhaupt ein Szenario, eine Szene, eine Situation? Eine Szene ist erstmal nur ein Schnappschuss von einer Umgebung mit den entsprechenden Verkehrsteilnehmern, der Straße, vielleicht auch statischen Elementen, die hier verteilt sind. Ich habe das hier jetzt mal schematisch dargestellt. Wir haben unsere Straße und unsere zwei Fahrzeuge einfach hier so als Bounding Boxes mal eingezeichnet. Und von dieser Szene zur Situation kommen wir, indem wir uns in ein Verkehrsteilnehmer hineinversetzen. Wir nehmen jetzt zum Beispiel hier mal dieses orange Fahrzeug und dieses sieht in dieser Szene eine bestimmte Umgebung. Das heißt, es sieht nicht alle Fahrzeuge, die in dieser Szene sind und hat auch eine bestimmte Charakteristik entsprechender Sensoren, die eben wahrgenommen wird. Und was ist jetzt ein Szenario? Das ist jetzt eine temporale Abfolge von diesen Szenen. Das heißt, wir haben eine erste Szene, wo wir definieren, wie die Startaufstellung der Verkehrsteilnehmer zum Beispiel ist. Und über die Zeit verändern die sich, die durchlaufen mehrere Szenen. Und dementsprechend sind auch Situationen sozusagen mit jeder Szene in diesem zeitlichen Ablauf definiert. Dieses Szenario spannt dann eine gewisse Zeitspanne. Nichts fixiert, wie lange es sein muss, kann, aber meist sind es in Sekunden- und Minutenbereich. Wie ist sowas strukturiert? Da gibt es einen Ansatz von dem Pegasus-Forschungsvorhaben, die sich ein sechsstufiges Verfahren überlegt haben, um eben aufeinander aufbauend so ein Szenario zu definieren. Das heißt, erstmal wird die Straße definiert, welche Geometrie hat die, welche Beschaffenheiten. Dann fängt man an mit der Verkehrsinfrastruktur, verschiedene Schilder, Lichtsignalanlagen, all solche Dinge, die sozusagen auf die Straße gesetzt werden. Dazu gibt es dann auch zeitliche Modifikationen, wie zum Beispiel so eine Wanderbaustelle.
Und dann kommen Objekte, die mit draufgesetzt werden, sowohl statisch als auch dynamisch. Und am Ende wird dann noch die Umgebung definiert, das heißt, welche Lichtbedingungen herrschen, welches Wetter und zu guter Letzt, weil jetzt noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, digitale Informationen, die Kommunikation mit der Infrastruktur. Und das wird eben stufenweise aufgebaut und kann dann eben abgetestet werden, weil wenn wir diese Szenarien definieren, haben wir am Schluss einen Szenario-Katalog, wo wir viele Varianten durchtesten, deswegen müssen wir das irgendwie strukturiert eben definieren, aufbauen, dass wir das dann später algorithmisch abtesten. Heutzutage die meisten nur als Randinformation fokussieren sich auf diese drei Aspekte, das heißt die Straßengeometrie, wie ist das aufgebaut, dynamische Objekte ist ein sehr spannendes Thema, weil hier noch die meisten Herausforderungen liegen, das heißt wie agiere ich mit den anderen Verkehrsteilnehmern als auch das Wetter. Die anderen Aspekte sind sehr gut zu handhaben mittlerweile und sind deswegen aktuell weniger im Fokus. Hier nochmal eine Einteilung. Wenn wir jetzt diesen Szenario-Katalog haben, gibt es hier drei Abstufungen, wie detailliert so ein Szenario, wie konkret das einzelne Szenario definiert ist. Das heißt, man arbeitet hier in der Regel mit erstmal funktionalen Szenarien, die relativ groß und abstrakt das Szenario erstmal beschreiben. Das heißt, wir haben zum Beispiel hier oben eine zweispurige Autobahn oder die Straße hat die Form einer Kurve. Das ist relativ vage, verbal beschrieben. Das logische Szenario spezifiziert dann eine Verteilung über Parameter. Das heißt, wir können zum Beispiel die Fahrstreifenbreite in einem bestimmten Bereich definieren. Das kann jetzt so eine Funktion sein, es kann eine Wahrscheinlichkeitsverteilung sein, wo wir sagen, im Range in dem Fall jetzt von 2,5 bis 3,75 Metern spielt sich die Spurbreite, die Fahrbahnbreite ab. Und können dann zum Beispiel auch noch den Kurvenradius über eine Funktion beschreiben. Und das konkrete Szenario ist dann eine Ableitung mit konkreten Werten für all diese Parameter. In dem Fall zum Beispiel, wie breit ist die rechte Spur, die linke Spur, welchen Kurvenradius haben wir in dem entsprechenden Moment. Das heißt, eine konkrete Ableitung davon. Was man jetzt hier unten sieht, die Anzahl der Szenarien wird dementsprechend mehr. Das heißt, wir haben hier ein funktionales Szenario, was so grob das Verhalten beschreibt. Und zum Testen leiten wir dann daraus eine Vielzahl an Szenarien ab mit verschiedenen Parametervariationen. Wie kommen wir jetzt auf das Ganze? Hier gibt es auch verschiedene Forschungsprojekte. Hier mal Enable S3 nennen sich die. Ein Zusammenschluss mehrerer Universitäten, die sich angeschaut haben, wie könnte sowas jetzt in der Realität aussehen. Wie kommen wir auf dieses Nein? Wir haben hier erstmal einen Block oben sozusagen, wo wir entweder aus Realdaten, das heißt, wir fahren mit unserem Fahrzeug auf der Strecke, haben zum Beispiel ein maschinelles Lernverfahren oder einen einfachen Classifier, der merkt sozusagen, wie breit war die Spur, wo haben sich die anderen Verkehrsteilnehmer aufgehalten. Und daraus lassen sich Szenarien ableiten. Dann können wir zum Beispiel auf diesen mittleren Block eben mit einer Sicherheitsanalyse, das heißt dieser Gefahren- und Risikoanalyse zum Beispiel, die wir gesehen haben, sagen, wir haben kritische Fälle XY und leiten daraus Szenarien ab, als auch von anderen Projekten, wenn wir bereits gesehen haben, die Forschungsgruppe XY oder der andere OEM hat da Probleme gehabt mit einem bestimmten Szenario, können wir das sozusagen auch in unsere Datenbank aufnehmen. Dementsprechend haben wir unsere Datenbank, die wir aggregieren mit diesen ganzen Parametern, die wir gesehen haben und gehen damit in unsere Tests. Und hier gibt es auch wieder eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie wir das Ganze abtesten können, sowohl auf einem Testfeld als auch in verschiedenen Simulationsplattformen, Hardware in der Loop, Software in der Loop. Und können das dann eben auswerten und bei bestimmten Bedarf, Fehlerfällen, wenn wir sehen, es geht in eine kritische Richtung, wieder zurückgehen und unsere Szenariendatenbank dementsprechend erweitern. Dann genau hier unten nochmal Szenario-Generation und Szenario-Ausführung, die zwei Blöcke in jedem Fall. Hier nochmal zusammengefasst, diese Pipeline für die Szenario-Generierung bis Ausführung. Quellen können, wie gesagt, Wissen sein, als auch Daten, die wir in der Realität eingefahren haben. Daraus extrahieren wir die Szenarien entweder wissensbasiert
indem wir sie direkt in die Datenbank einpflegen. Oder aus den Daten brauchen wir eben irgendeinen Algorithmus, irgendeine Methodik, die die Szenarien extrahiert. Die speichern wir dann in unserer Szenario-Datenbank in den verschiedenen Qualifizierungsebenen. Es kann zum Beispiel auch sein, wenn wir es wissensbasiert machen, dass wir direkt auf eine konkretere Ebene springen, weil wir wissen, dass ein konkreter Fall schwierig ist. Das heißt, ein wirklich ausdetailliertes Szenario oder auch bei den datenbasierten, wenn es keine Verteilung gibt, wenn nur ein einzelner Vorfall aufgetreten ist, dass wir eben nicht auf funktionale, sondern direkt auf konkrete gehen. Mit dieser Szenario-Datenbank gehen wir dann in die Szenario-Generierung, wo wir wirklich die konkreten Szenarien ableiten. Zum einen gibt es hier zwei Ansätze, da kommen wir auch später nochmal dazu. Testing-basiert, wo man wirklich versucht, alle möglichen Szenarien abzutesten, als auch falsifikationsbasiert, wo man gezielt versucht, das Fahrzeug an die Grenze zu bringen. Genau, das kann man in der Realität als auch auf verschiedenen Simulationsplattformen evaluieren und dann dementsprechend mikroskopisch als auch makroskopisch berechnen. Also für das Einzelfahrzeug oder den Gesamtverkehrsfluss. Ich möchte jetzt erstmal hier nochmal vorne einsteigen, die Szenario-Generierung oder nicht die Generierung, sondern woher die Daten für unsere Szenario kommen. Wissensbasiert geht es meist mit Ontologien. Wir haben hier verschiedene Datenquellen, das heißt Richtlinien, Regularien, Standards, wo wir kritische Fälle ableiten können, als auch Expertenwissen und haben da meist eine Ontologie-Repräsentation. Das heißt, so eine verbale Verknüpfung verschiedener Aspekte. Das heißt, die Geometrie der Straße ist beschrieben oder wir können Fahrzeuge befinden sich links von zum Beispiel und können so relativ grob und verschiedene Alternativen des Ganzen abbilden und simulativ dann eben durchiterieren. Und dann eben eine Kombination, die uns zu unserem konkreten Szenario führt. Bei dem datenbasierten Ansatz haben wir jetzt als Beispiel hier Machine Learning, was zum Beispiel das Verhalten in anderes Fahrzeugs lernen kann. Es können aber auch deutlich einfache Algorithmen sein, die dann zu diesen Parameterverteilungen für unsere Szenarien führen. Dann, um das Szenario abzubilden, gibt es eine spezielle Sprache, eine standardisierte Sprache, die sich mittlerweile etabliert hat, Open Scenario, wo sowohl abstrakte als auch konkrete Szenarien definiert werden können. Das heißt, hier eher in einer verbalen Weise, drive a direction straight für die Fahrrichtung, ohne genau zu spezifizieren, mit welcher Geschwindigkeit, wo genau, relativ grob, eben auf einem abstrakten Level, als auch konkrete Szenarien, wo dann tatsächlich spezifische Werte eben eingestellt werden können. Oder auch die Geschwindigkeit im Abstrakten eben faster denn das andere Fahrzeug. Wo wir hier eben konkrete Geschwindigkeiten einstellen. Um wieder zurück zu dieser Übersicht zu kommen, jetzt nochmal diese zwei Aspekte, wie eingangs gesagt, testingbasiert als auch falsifikationsbasiert. Was ist hier der Unterschied? Bei einem testingbasierten Ansatz versucht man, den gesamten Parameterraum, den man aufspannt, eben abzutesten. Hier ist zum Beispiel mit diesen Punkten gezeigt, voll faktoriell, dass wir wirklich in einem gleichmäßigen Abstand versuchen, alles abzutesten. Das geht zum Beispiel, wenn wir Parameter über Geschwindigkeit und Kurvenradius haben, dass wir diesen Bereich komplett abdecken. Dementsprechend, je mehr Dimensionen wir in unseren Szenarien haben, desto größer wird natürlich dieses Gesamt-Testvolumen, was wir dann am Ende abtesten. Eine andere Möglichkeit ist mit Monte Carlo Sampling, dass wir zum Beispiel eine Wahrscheinlichkeit haben, wie unsere Parameter verteilt sind und dementsprechend dann über die Kurve der kumulativen Wahrscheinlichkeit auf diese Testing-Parameter für die einzelnen konkreten Szenarien kommen und dann eben wahrscheinlichkeitsbasiert werden. Meist ist aber dieser vollfaktorielle Ansatz interessanter, weil sonst würden wir wieder da landen, was wir mit den Realtests haben, dass wir zum Beispiel unsere langweiligen Szenarien hier in unserer Wahrscheinlichkeit relativ häufig haben, zum Beispiel auf der Autobahn, und die dann auch relativ häufig in den Szenarien wieder sehen würden. Dementsprechend ist hier abzuwägen, aber oft ist die vollfaktorielle tatsächlich. Der andere Ansatz, das falsifikationsbasierte, zielt darauf, kritische Fälle zu finden. Das heißt, hier mal als Sicherheitsdistanz
auf dieser Kurve gezeigt, versuchen wir tatsächlich in diese tiefen Fälle, wo wir eine kleine Sicherheitsdistanz haben, zu landen und hangeln uns teilweise von Simulation zu Simulation, um den Parameter immer mehr zu optimieren, dass wir in ein kritisches Verhalten kommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel sehen, jetzt einfach mal wild gesprochen, bei Linkskurven neigt unser Fahrzeug ein sicherheitskritisches Verhalten zu zeigen, dann können wir sozusagen die Parameter so optimieren, dass wir die perfekte Linkskurve finden, die unser Fahrzeug an eine kritische Situation oder ein kritisches Verhalten bringt. Und da hat sich auch ein Doktorand hier bei uns beschäftigt mit dem Thema, werde ich gleich nochmal ein bisschen was zu zeigen. Für diese falsifikationsbasierten Ansätze kann man eben aus Unfalldaten initial starten, die Kritikalität bewerten, wo auch unser Doktorand, der Thomas Pomm unterwegs war, werde ich gleich noch ein Folie zu zeigen, also auch die Szenario-Komplexität, was er auch untersucht hat. Das heißt, dass man vermutet, dass komplexe Szenarien mit vielen Aktionsmöglichkeiten anderen Verkehrsteilnehmer besonders herausfordernd für das Ego-Fahrzeug sind und besonders eben abgetestet werden sollen. Genauso kann man auch simulationsbasiert, wie eingangs gesagt, wenn man merkt, es gibt ein kritisches Verhalten, dementsprechend optimieren und die Simulation immer erneut starten. Komplexität hier als Beispiel, wie hat er das gemacht? Er hat eine gewichtete Funktion aufgestellt, die sozusagen bewertet, wie komplex das aktuelle Szenario ist und hat hier mehrere Komponenten identifiziert, zum Beispiel die Anzahl der möglichen Interaktionen und möglichen Aktionen. Das heißt, unser Verkehrsteilnehmer hier gezeigt, hat mehrere Möglichkeiten, wie er hier in dieser Situation agieren kann. Und je mehr Möglichkeiten er hat, dementsprechend fließt es in dieser Summe größer ein und hat ein größeres Gewicht für ein komplexes Szenario. Und dort hat er zum Beispiel den Datensatz. Es gibt den ID-Datensatz. Das sind Drohnenaufnahmen von der Autobahn, wo die Fahrzeuge gelabelt wurden. Hat den gesamten Datensatz durchlaufen lassen und hat dann Situationen extrahiert, wo diese Score oder diese Bewertung, diese Metrik hoch war und hat eben kritische Situationen extrahiert aus dem Datensatz und daraus dann ziehen. Am Schluss geht es an die Bewertung. Das war der letzte Block sozusagen in dieser Metrik. Das Szenario müssen wir auch irgendwie auswerten, bewerten. Und hier gibt es verschiedene Metriken. Ich möchte nur relativ kurz übergehen. Die können relativ simpel sein. Zum Beispiel, wenn wir zwei Fahrzeuge haben, können wir uns einfach nur die resultierende Distanz am Ende anschauen, dass die nicht unter einen bestimmten Wert schreitet. Es gibt die Headway Time, wo man sich eine virtuelle Zeitmarke setzt, über die beide Fahrzeuge fahren, das Vorausfahrende und das eigene. Man schaut, wie weit ist dieser zeitliche Abstand, wenn beide Fahrzeuge darüber fahren. Häufig verwendet die Time to Collision. Man hat die Distanz zwischen zwei Fahrzeugen und die aktuelle Differenzgeschwindigkeit und schaut, wenn beide mit dieser konstanten Geschwindigkeit weiterfahren würde, wann würde es zu einer Kollision kommen. Man kann auch lateral sozusagen bewerten, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Spurhalteassistenten hat, wann verlässt man sozusagen den Fahrstreifen. Ähnlich wie die TTC, aber ein bisschen schlauer in Anführungszeichen ist die Differenz zwischen Abstand und Bremsweg. Das heißt, man schaut sich an, wenn beide Fahrzeuge mit der aktuellen Geschwindigkeit zum jetzigen Zeitpunkt bremsen würden, wie nah würden diese Fahrzeuge sozusagen zusammenkommen? Würde es zu einer Kollision kommen oder würden beide noch stehen bleiben können? Das ist insbesondere interessant, wenn das hintere Fahrzeug deutlich schneller ist. Die Formel hier auch mal merken auf der Folie 70 für die Hausaufgabe wird auch zur Implementierung genutzt. Und es gibt auch eben lateral die Zeit, die man anschauen kann, wann würde man den Fahrstreifen verlassen. Mit der aktuellen Geltung. Somit zum Abschluss vom szenariobasierten Ansatz. Der baut sehr stark eben auf die Simulation. Das heißt, wir brauchen eine sehr detaillierte Simulation, insbesondere wenn wir auch unsere Wahrnehmung mit berücksichtigen müssen oder wollen. Dann brauchen wir relativ gute Sensormodelle, die dann zum Beispiel, wenn wir den Lidar simulieren, nicht einen perfekten Lidar abbilden oder eine Kamera. Insbesondere, wenn es an eine neblige Umgebung geht, damit wir das auch abbilden können. Und da ist auch die Frage, wie gut müssen diese Simulationsmodelle sein? Das ist eine schwierige Frage, das festzulegen, was ist ausreichend genug, um hier Aussagen treffen zu können.
Genauso ist auch hier die Frage, wir hatten ja eingangs, wie viele Kilometer brauche ich in der Realität, die ich fahren muss, um zu zeigen, dass ich besser bin als der Mensch. Hier ist jetzt die Frage, wie viele Szenarien muss ich überhaupt testen, wann bin ich fertig? Und auch hier den Schluss zu machen sozusagen auf den Menschen, das heißt, wenn ich hier mikroskopisch meine einzelnen Szenarien evaluiert habe, wie kann ich sozusagen den Rückschluss machen auf die Realität? Das sind immer herausfordernde Fragen. Obwohl man eben sagen kann, man kann reduzieren, wenn man auf kritische Herausforderungen ein bisschen angeht. Soviel zum szenariobasierten Ansatz. Jetzt ein Exkurs in einen relativ stark abweichenden Ansatz, wo man versucht, offline zu verifizieren oder formal zu beweisen, dass meine Funktion sicher ist. Wir hatten bisher den testingbasierten Ansatz, wo man versucht zu zeigen, dass mein System, was ich etabliert habe, den Anforderungen entspricht. Wir haben uns auch vorher den falsifikationsbasierten Ansatz angeschaut, wo man versucht zu zeigen oder man versucht einen Fall zu finden, der der Spezifikation widerspricht, das heißt, die verletzt. Und mit der Verifikation versuchen wir zu beweisen, dass unser System innerhalb der Spezifikation sich durchbewegt. Hier ein Beispiel von Mobileye, die wurden mittlerweile von Intel aufgekauft, die mit der Responsibility Sensitive Safety versuchen zu zeigen, insbesondere für den Trajektorenplaner oder ja nicht den Trajektorenplaner, sondern einfach für das Verhalten im Verkehr, wie man wie eine Funktion ausgestaltet sein muss, damit sie sich immer sicher verhält. Und das versuchen die über Distanzen zu anderen Fahrzeugen zu machen, das heißt basierend auf den Beschleunigung und Geschwindigkeiten des vorausfahrenden Fahrzeugs versucht man zu spezifizieren, was die minimale Distanz ist, die ich immer einhalten muss zum vorausfahrenden Fahrzeug. Also da spielen viele Aspekte mit rein, mit Reaktionszeit, das maximale Verzögerungsmoment, was der vor mir aufbringen kann, wie ich aufbringen kann. Und dementsprechend wird es dann spezifiziert, auch in verschiedenen Situationen. Das heißt jetzt einfach nur auf einem Fahrstreifen, bis hin zum Kreisverkehr ist es da spezifiziert, wie das aussehen muss. Und das wird dann mit einer mathematischen Induktion und mehreren Lemmas sehr trocken, kann gerne jemand durchlesen, wenn er möchte, hier unten ist das Paper, spezifiziert, wie das eben ausschauen muss. Und davon versucht man dann einen Regler zu synthetisieren, der garantiert durchweg diese Anforderungen eben einbaut. Hat es aktuell noch nicht auf die reale Straße geschafft, aber ist eine Möglichkeit, wie man das Ganze angehen kann und in das Forschungsfeld betrieben wird. Genau. Vorteil des Ganzen ist, man kann formal mit diesem Beweis eben den gesamten Arbeitsbereich abdecken, nicht nur wie mit unseren Realtests oder Szenarien nur einzelne Aspekte, die wir uns anschauen. Ich würde sozusagen das Testen hinfällig machen. Allerdings ist es bisher ja, beschränkt auf einfache Systeme, weil wir sonst eben diesen Beweisdruck nicht mehr führen können. Das heißt, komplexe Fahrstreifenwechselmanöver oder Interaktionen sind da ausgeschlossen bewusst, sondern relativ einfach auf einer Spur hinter dem anderen Fahrzeug. Und wir können nicht aussagen, wie es das gesamte System betrifft. Das heißt, unsere Wahrnehmung spielt ja auch noch mit rein, was machen wir mit Unsicherheiten von anderen Verkehrsteilnehmern, wenn wir nicht direkt wahrgenommen. Genau, das heißt, wenn das tatsächlich möglich ist und einsetzbar, dann immer verwenden, wenn möglich, weil wir uns deutlich Testingaufwand sparen. Aber man muss es immer noch begleiten mit szenariobasierten Testen oder einem der Testverfahren, die wir zuvor eben angeschaut haben, um diesen Rückschluss sozusagen auf die reale Welt zu schaffen und das Gesamtsystem eben einzubeziehen. Genau, jetzt möchte ich nochmal kurz auf Online-Absicherungsmethoden oder nicht kurz, sondern ein bisschen ausführlicher tatsächlich eingehen, warum wir das brauchen, wann das nützlich ist und wie das Ganze so funktioniert. Genau, warum überhaupt Online-Absicherung oder Online-Safeguarding? Eine Idee ist, wenn wir häufige Updates von unserer Software haben. Wir haben zum Beispiel einen Trajektorienplaner, der laufend, wir kennen es von unserem Handy, wenn wir viel Software haben, häufige Updates benötigt, weil wir immer neue Funktionen, neue Verbesserungen fahren, dann müssten wir eigentlich diese gesamte Absicherung, sei es jetzt in der Realität oder szenariobasiert, komplett wieder durchlaufen. Die Idee ist,
mit dieser Online-Absicherung, dass man eben nur diese Online-Absicherung einmal validiert und die darunterliegende Funktion sich beliebig häufig ändern kann. Eine andere Geschichte ist, diese Normen fordern tiefes Verständnis, also die ISO 26262 zum Beispiel, fordern tiefes Verständnis der eingesetzten Algorithmen. Das heißt, in dieser Tabelle, die wir zum Beispiel gesehen haben, mit diesen highly recommended Maßnahmen, die wir umsetzen sollen, steht zum Beispiel drin, dass wir sehr modular arbeiten müssen und jeden einzelnen Schritt, den unsere Software durchläuft, verstehen müssen. Wenn wir jetzt zum Beispiel an ein neuronales Netz denken, wird diese Transparenz schwierig umzusetzen, weil wir nicht als Menschen nicht nachvollziehen können, was hier tatsächlich funktional passiert. Wir können zwar, wir sehen die Gewichte der einzelnen Neuronen ein bisschen so grob, wir können es auch nicht sehen, aber wir wissen eben nicht, was die Entscheidung dann wird. Genauso ist die Schwierigkeit bei Online-Machine Learning. Das heißt, wenn wir online unsere Funktion weiter verändern, wird ja unser zuvor abgetestetes Verhalten hinfällig, weil unser System kann sich auch in die falsche Richtung entwickeln und eben das Lernen schlimmer machen und zu kritischen Situationen in anderen Fällen führen. Die Idee ist jetzt, wir haben unser System, was nach ASIED abgesichert werden muss, haben wir vorher eingangs gesehen. ASIED ist die höchste Anforderung, die wir am meisten brauchen werden bei autonomen Fahrzeugen, weil wir meist kritische Situationen haben. Und die Idee ist, unser System mit QM-Maßnahmen, die relativ einfach umsetzbar sind, wo es keine harten Anforderungen gibt, unsere Trajektorienplaner zum Beispiel, mit einer ASIED abgesicherten Überwachung, die transparenter ist, absichern können. Und was ist die Idee? Warum können wir das treiben? Das Vorwärtsfinden von der Lösung, sei es jetzt zum Beispiel eine Trajektorie, ist deutlich komplexer als eine Trajektorie, die ich habe, rückwärts zu prüfen, zu validieren, ob die entsprechende Antworten einhält. Genau, das ist hier die Idee des Ganzen. Hier jetzt Supervisor genannt, ist eine Begrifflichkeit in meiner Forschungsarbeit sozusagen. Und ich möchte auch aus meiner Forschungsarbeit jetzt zum Beispiel ein bisschen vorstellen, wie das für einen Trajektorienplaner aussehen würde. Erstmal ganz kurz, Trajektorienplaner, um jeden nochmal abzuholen. Was kann schiefgehen? Wir haben ja eigentlich schon das Video gesehen. Es kann einfach sein, dass wir sozusagen den Leitwert nicht einhalten, zu schnell durch eine Kurve fahren. Es kann sein, dass wir eine Streckenbegrenzung nicht einhalten, unsere Trajektorienplaner vielleicht zwischen zwei Stützpunkten, die überprüft werden auf Kollisionen, in dem Spline einen Bauch hat sozusagen, der unsere Banden schneiden würde. Es kann sein, dass wir kinematische Aspekte unseres Fahrzeugs, zum Beispiel den Wendekreis, nicht berücksichtigen. Das waren übrigens andere Teams hier, will ich dazu sagen. Oder es kann sein, dass wir andere Fahrzeuge nicht richtig wahrnehmen. Also hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, die wir schiefgehen können. Und die wollen wir sozusagen mit einer Online-Verifikation absichern. Hier nochmal runtergebrochen. Wir haben jetzt die drei Punkte, da habe ich aufgezeigt, warum Online-Safeguarding interessant sein kann. Planer, auch der Planer kann häufig von Updates betroffen sein. Warum ist der Planer intransparent? Das ist eine sehr komplexe Funktion mit vielen Aspekten. Wenn wir auch in die Zukunft schauen, gibt es auch erste Ansätze, die mit maschinellem Lernen arbeiten. Zum Beispiel Waymo hat das Chauffeurnet vorgestellt, was auf einem neuronalen Netz basiert, Trajektorien generiert, wo wir eben die Aspekte Online-Learning als auch intransparente Software eben als Fall hätten und nach aktuellen Standards nicht absichern könnten. Und die Idee mit diesem Online-Safeguarding eben eine Möglichkeit geboten, die das wieder ist. Hier das Verfahren sozusagen, wie die Entwicklung von so einem, von so einer Online-Absicherung aussehen kann. Auch angelehnt an die Norm ISO 26262. Wir müssen erstmal die Anforderungen spezifizieren. Was sind eigentlich sichere Zustände? Was für Anforderungen muss unsere Online-Überwachung erfüllen? Dann dementsprechend entsprechende Anforderungen, wie das Ganze umzusetzen, zu implementieren in einzelnen Bewertungsmetriken und einer abschließenden Klassifizierung einer Trajektorie als sicher oder unsicher. Abschließend dann im aufsteigenden Ast sozusagen von diesem V-Modell in der Norm, der auch gefordert ist, ist dann die Integration des Ganzen und das Abtesten entsprechend der Anforderungen und abschließend zu validieren. Das heißt, da gehen wir dann auch wieder auf den verschiedenen Methoden, die wir eingangs gesehen haben. Wir müssen diese Online-Verifikation einmal absichern, entweder szenariobasiert oder hier random-based ist auch eine Begrifflichkeit, die in der Norm genannt wird, für diese Realtests, wo
vorher nicht spezifizieren, wie die Testfälle aussehen, sondern das Testfälle. Im Folgenden möchte ich auf folgende Punkte eingehen. Erstmal schauen, was sind die Anforderungen an den Supervisor, die Implementierung von Architektur bis zur Klassifikation und dann abschließend noch mal kurz als Beispiel für die Validierung ein Realbeispiel. Anforderungen an unsere Online-Verifikation muss erstmal entsprechend der Norm natürlich auch sein, dass wir ein einfaches, unpräzierbares Verhalten haben. Das heißt, hier können wir jetzt nicht auch eine KI einbringen, sonst hätten wir nichts gewonnen, weil wir dann wieder ein System haben, das wir nicht abstellen können. Das muss relativ einfach sein, muss natürlich echtzeitfähig sein, was die Norm auch fordert, wenn wir diese Separation machen von QM und ACD, dass wir ein separates System brauchen, was ideal aber auf einer eigenen Hardware läuft, um die Sicherheit des Systems laufend zu gewährleisten, wenn unser Hauptsystem zum Beispiel nicht mehr agiert, nicht mehr funktioniert. Genau, und dementsprechend auch die Integrität dieser Komponente. Zur Architektur, so grob habe ich schon gezeigt, wie das Ganze ablaufen soll, jetzt konkret in dieser Sense-Plan-Act-Pipeline sozusagen aufgezeigt. Wir haben hier das Planungsmodul, was hier jetzt mit diesem Symbol gekennzeichnet, unsere ASIL-Anforderungen nicht umsetzen kann, unsere ASIL-D, was jetzt in dem Fall gefordert ist. Und die Idee ist eben mit dem Einbringen von dieser Überwachung, haben wir diese Gesamtkomponente, können wir eben diese Anforderungen umsetzen, weil wir um eine QM-Maßnahme haben und hier unten eben die ASIL-D-Anforderungen umsetzen können. Ist auch in der Norm bekannt als Dual Checker Principle und der ASIL-D-Komposition, um die Begriffe mal zu nennen, das heißt entsprechender Norm durchführbar. Was passiert jetzt in dieser Online-Überwachung im Fall von einem 3-Touren-Planer? Wir bekommen erstmal unsere Inputs, die auch der Planer bekommt. Das heißt, von der Wahrnehmung bekommen wir die Karte als auch eine Objektliste. Vom Planungsmodul bekommen wir zwei Trajektorien, eine Regeltrajektorie und eine Notfalltrajektorie. Ist auch in den meisten Software-Specs umgesetzt. Man muss zu jeder Zeit einen Notfallplan sozusagen haben, was ich ausführen kann, wenn ich keine neue Lösung mehr finde. Das heißt, die Notfalltrajektorie überführt mich in einen sicheren Zustand, in unserem Fall jetzt Geschwindigkeit 0. Und die Regeltrajektorie ist das, was ich normal abfahren möchte. Für jede dieser Trajektorien führe ich dann Überprüfungen aus, da werde ich gleich nochmal dazu kommen, die verschiedenen Sicherheitsaspekte, die ich zuvor identifiziert habe, prüfen und klassifiziere dementsprechend die Trajektorien dann in sicher und unsicher und gebe eine sichere Trajektorie dann an meinen Regler weiter. Diese Überprüfung möchte ich jetzt mal hier zeigen, welche Aspekte wir hier überprüfen. Wir prüfen einmal über Aspekte in der statischen Umgebung. Das heißt jetzt hier zum Beispiel die Beschleunigungslimits. Das heißt, entlang unserer Trajektorie schauen wir, welche Beschleunigung kombiniert, das heißt longitudinal als auch lateral, wird an meinem Reifen gefordert und entspricht es den zuvor festgelegten, definierten Anforderungen über der aktuellen Fahrbahn und Reifenkombination. Und da sehe ich zum Beispiel, dass ein Punkt diese Anforderungen oder diese Grenze überschreiten würde. Dann prüfe ich Übereinstimmung mit der Strecke, mit den Fahrbahnbegrenzungen, ob ich die schneiden würde oder auch touchieren würde. Prüfe auf kinematische Ungereimtheiten, zum Beispiel wenn mein Wendekreis verletzt wird, insbesondere bei Langsamgeschwindigkeiten, bei hohen wird primär diese Beschleunigung anschlagen, als auch bei der Notfalltrajektorie, ob ich tatsächlich meinen sicheren Endzustand erreiche. In der dynamischen Umgebung ist es ein bisschen schwieriger. Da gibt es eine Methode, die Erreichbarkeitsmengen, das heißt die Menge an Zuständen, die mein Fahrzeug erreichen kann, rein physikalisch, wenn es mal nach links lenkt, rechts lenkt von der aktuellen Position, maximal beschleunigt oder bremst, spanne ich einen bestimmten Bereich auf. Je größer ich in die Zukunft schaue, desto größer wird natürlich der Bereich. Und sobald meine eigene Trajektorie diesen Bereich schneidet, kann ich sagen, ich kann zu einer Kollision kommen. Das heißt, das andere Fahrzeug kann in einer bestimmten Situation, wenn es eine Möglichkeit aus diesem Set ausführt, kann es zu einer Kollision kommen. Da dieser Bereich so groß wird, dass man dann zum Beispiel bei einem Rennfahrzeug, das wir uns hier anschauen, nicht mehr überholen könnte, ist die Idee hier noch Regularien gelten mit einzupflegen,
zum Beispiel aus der Formel 1, wenn man nebeneinander fährt, darf der andere eigentlich von der Strecke drängen. Und wenn man das sozusagen in den Erreichbarkeitsmengen einbringt, kann man garantieren, dass man regelbasiert alles tut, was eben regelkonform ist. Und wenn es zu einer Kollision kommt, haben wir uns an die Regeln gehalten und die Schuld liegt sozusagen. Eine andere Möglichkeit, die man sich anschauen kann, sind die definitiv belegten Mengen. Das ist der Bereich, den Fahrzeug auf jeden Fall abdeckt. Das heißt, wir schauen uns wieder an, unsere Extremmanöver, links und rechts fahren und schauen, welcher Teil ist auf jeden Fall von irgendeinem Teil von dem Fahrzeug belegt. Das heißt, je weiter wir in die Zukunft schauen, desto kleiner wird der Bereich, weil das Fahrzeug eben auseinanderfahren kann, nach links und rechts und eben dann kein Bereich mehr abgedeckt ist. Das heißt, wenn wir diesen Bereich mit unserer Ego-Trajektorie schneiden würden, dann wird es definitiv zu einer Kollision kommen. Das heißt, wenn wir diesen Check auch ausführen und sobald der anschlägt, müssen wir auf jeden Fall auf die letzte Notfalltrajektorie kommen oder die letzte Notfalltrajektorie auswählen, da komme ich jetzt noch dazu. Auswahl einer sicheren Trajektorie. Ich bewerte die Trajektorien, wie jetzt eingangs gesehen, mit den verschiedenen Metriken und frage mich erstmal, ist die Notfalltrajektorie in Ordnung? Wenn ja, dann kann ich die erstmal speichern. Wenn nein, komme ich gleich nochmal dazu und prüfe anschließend, ist meine Performance-Trajektorie, die ich tatsächlich ausführen möchte, in Ordnung? Wenn ja, kann ich die einfach ausfüllen. Wenn nicht, lade ich die letzte valide Notfalltrajektorie. Entweder kommt die idealerweise aus dem aktuellen Schritt, wenn der Planer es geschafft hat, eine aktuelle Notfalltrajektorie zu planen, kann ich die ausführen. Und wenn nicht, aus dem letzten Zeitschritt. Eine Bedingung, die wir dafür halten müssen, ist, dass unser Fahrzeug, wenn wir jetzt sagen, das ist die Performance-Trajektorie, die Notfalltrajektorie immer ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft wegplant. Und dieser Zeitpunkt muss entsprechend unserer Update-Frequenz von dem Planer eben gewählt sein, damit wir diese Bedingungen einhalten können und garantieren können, dass wir jederzeit auch auf eine ältere Trajektorie umschalten. Genau, jetzt zur Validierung, der letzte Schritt sozusagen in diesem Verfahren. In dem wollen wir zeigen, dass unsere entwickelte Online-Verifikation, die ja keine Designfehler hat, dass wir nicht irgendeinen Aspekt der Sicherheit sozusagen übersehen haben von so einer sicheren Trajektorie. Und dementsprechend müssen wir auch mit den Methoden, die wir eingangs gesehen haben, unsere Online-Verifikation absichern. Sei es szenariobasiert, als auch mögliche Feldtests, die wir eben mit dem Realfahrzeug ausführen können. Ich habe jetzt wieder mal ein Beispiel mitgebracht. Es gibt hier eine Vielzahl von Methoden in der ISO 26.2, Kapitel 8 und Abschnitt 4, wo unter anderem diese zwei Methoden genannt sind, aber es gibt auch noch weitere. Hier ist ein Beispiel, wo wir sozusagen auf einer realen Strecke fahren, unseren Planer aktiv haben. Und dementsprechend hier in der Auswahl der Metriken sozusagen, das ist jetzt ein relativ einfaches Szenario, wo wir keine anderen Fahrzeuge haben, insbesondere auf die Beschleunigung und so weiter schauen und dann eben sehen, dass wir bei der Sicherheitsbewertung keine Fehlauslösung haben. Das sind die Realtests, die sicher sind sozusagen. Und szenariobasiert gehen wir dann auf die Falsifikationsmethode, wo wir bewusst verschiedene Fehlerfälle indizieren und schauen, ob unsere Methode dementsprechend auch sicher auslöst und den Unfall oder die kritische Situation. Zusammenfassend hier, mit dieser Methode ermöglichen wir, dass wir auch online lernende Systeme absichern können und dabei auch den Charme, dass wir, wenn wir häufige Updates der unterliegenden Funktion haben, wenn wir einmal diese Online-Verifikation sozusagen abgesichert haben, können wir unten die Funktion beliebig austauschen, ohne komplett nochmal neu diese Absicherung zu fahren. Nachteil, wie gesagt, man muss auch die Online-Verifikation selbst validieren dementsprechend mit einer der zuvor genannten Methoden. Und es ist nicht immer möglich, so eine einfache Methode zu finden, die sicherheitsrelevanten Aspekte überwacht, insbesondere wenn wir jetzt an das Wahrnehmungsmodul denken. Genau, wie gesagt, für Methoden, die nicht mit Standardmethoden abgesichert werden kann, und wieder muss begleitet werden durch eine der Methoden, die wir zuvor gesehen haben. Damit wäre man durch mit dem Überblick über mögliche Absicherungsmethoden. Gibt es dazu erstmal noch Fragen? Keine? Dann würde ich jetzt weitergehen, auch ein kurzer Ausblick sozusagen in die Homologation, Typzulassung
was für Ansätze gibt es. In Deutschland wird hier der Weg gefahren, dass man sozusagen eine dritte Behörde hat, eine Prüfgesellschaft, bei uns zum Beispiel der TÜV, der diesen Prozess begleitet und eben diese Abnahme auch macht. In den USA zum Beispiel gibt es die Selbstzertifizierung, wo der OEM, also der Fahrzeughersteller selbst, garantiert und dafür einsteht, dass das Fahrzeug sicher ist. Das sind zwei Aspekte. Wir wollen jetzt mal auf das in Europa angewandte Verfahren schauen. Wir haben hier eine Autorität, die in dem entsprechenden Staat gilt, hier in Deutschland das Kraftfahrtbundesamt, den Fahrzeughersteller OEM und den technischen Dienst, zum Beispiel der TÜV, und das Kraftfahrtbundesamt beauftragt sozusagen den technischen Dienst, den OEM oder zur Prüfung des Fahrzeugs vom OEM. Hier gibt es auch verschiedene Richtlinien, ECE-Richtlinien, die sozusagen für verschiedene Fahrzeugkomponenten die Tests vorschreiben, die hier gefahren werden müssen. Hier einfach mal für einen Lane Keeping Assist. Da gibt es mehrere verschiedene Tests, aber relativ wenige verhältnismäßig Testfälle. Zum Beispiel erstmal der funktionale Test, wo man mit vier verschiedenen Geschwindigkeiten und einer maximalen Querbeschleunigung, die so nahe an der Systemgrenze liegt. Meist ist die Systemgrenze auch relativ moderat, seit 2 m/s² quer. Und dementsprechend einen Kurvenradius, der an diese 80-90% quer herankommt. Und dann gibt es hier verschiedene KPIs, verschiedene Indikatoren, die festlegen, ob das Ganze eingehalten wurde oder nicht. Das heißt zum Beispiel, hier darf man nie die Fahrbahnmarkierung überschreiten und der Druck darf nicht 5 m/s frei überschreiten. Das heißt, man macht diese Tests und schaut, ob diese Kriterien nicht verletzt werden. Genauso kann man dann noch verschiedene andere Metriken anschauen, zum Beispiel genau an der Systemgrenze oder wenn man die Systemgrenze quer mit der Querbeschleunigung überschreitet, wirft dann das System ab oder wie verhält es sich dementsprechend. Es darf auf jeden Fall nicht eine größere Querbeschleunigung anfordern. Genauso gibt es auch, wenn der Mensch im System eingebunden ist, dass der Mensch mit dem entsprechenden Moment das Ganze überschreiben können muss, als auch den sogenannten Hands-on-Test, dass man wirklich im Fahrzeug sieht, ob die entsprechenden Warnungen visuell anschlagen und akustisch, wie man das eben entsprechend fordert. Ausblick für ein Level-3-Fahrzeug, automatisierter LKAS. Hier wird es schon deutlich komplexer, das heißt, man sieht so langsam den Blick Richtung autonome Fahrzeuge. Man versucht noch immer mit dieser alten Methode, mit dieser Spezifikation zu fahren, aber es wird immer komplexer. Das heißt, man definiert andere Fahrzeuge mit sogenannter Wandering Zone, wo sich das Fahrzeug drin bewegt und welche Bereiche es gibt vor dem Fahrzeug, wo das andere Fahrzeug dann einschert. Und man testet einfach verschiedene Manöver und hat am Schluss eine Auswertung mit zum Beispiel Quergeschwindigkeit und longitudinalen Abstand, wo das andere Fahrzeug einschert und wertet dann aus, kommt es zu einer Kollision, hier simulativ abgetestet, also zu keiner Kollision oder zu einer Kollision in verschiedenen Abständen. Hier ist zum Beispiel Interrupt Backboard, heißt, dass es hinter dem anderen Fahrzeug einschert und hier kommt es zu einer seitlichen Kollision und hat dann eben auch Bereiche, die es erfüllen muss, zum Beispiel in diesem Bereich muss es sicher sein, dass in dem Fall erfüllt wurde, und versucht eben mit diesen Methoden eine Norm entsprechend dem bisherigen Verfahren für ein Level-3-System zu finden, was auch aktuell in der Zulassung ist. Abschließend möchte ich nochmal zusammenfassen. Wir haben nochmal angeschaut, welche Typen an Sicherheit es gibt. Dementsprechend auch in der Automobilbranche. Das waren die drei Aspekte, funktionale Sicherheit, die Gebrauchssicherheit, Safety of the Intended Functionality, als auch die Cyber Security. Haben dann uns verschiedene Absicherungsmethoden angeschaut und auch die Grenzen aufgezeigt der einzelnen Methoden, insbesondere bei den heute meistverwendeten, den Realtests. Haben uns auch das trojanische Pferd von Tesla zum Beispiel angeschaut, die stufenweise Einführung mit dem ODD, die interaktive Simulation, das szenariobasierte Testen, die formale Offline-Verifikation und zu guter Letzt auch die Online-Absicherung. Und jetzt noch ein kleiner Ausblick ganz am Ende.
Aktuell haben wir primär nur Level 2 Fahrzeuge, die sich auf der Straße typengenehmigt bewegen. Level 3 Fahrzeuge sind angekündigt. Lange hat der Audi A8 Schaupilot eine Hoffnung in Deutschland gemacht, dass wir ein Level 3 Fahrzeug gesehen werden. Ist aber mittlerweile nach dem aktuellsten Kenntnisstand gecancelt. Daimler versucht es mittlerweile mit dem Drive Pilot 2021. Es bleibt spannend. Und die politischen Regularien sind aktuell auch noch für Level 3 und 4 in der Aufsetzungsphase, in der Findungsphase und sollen demnächst zugelassen werden. Beispiel habe ich ja zuvor gezeigt mit dem automatisierten LKS. Insbesondere ist das dann interessant für People Mover oder so Hub-to-Hub-Geschichten. Genau, die meisten der Verfahren, dieser Absicherungsverfahren, szenariobasierter Ansatz und so weiter und so fort, haben es aktuell noch nicht in die Standards geschafft. Und es gibt mittlerweile ein paar People Mover Level 3, 4, die zugelassen sind, mit sogenannten individuellen AV-Permits, die der TÜV zum Beispiel ausstellt. Aber wir haben alle noch aktuell einen Sicherheitsfahrer. Das wäre es von meiner Seite. Gibt es noch Fragen? Nein? Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.